Er hat sich in den letzten 3 Jahren unheimlich verdient gemacht und die Position des Sportvorstands auch absolut verdient. Es ist eine große Ehre und selbstverständlich Anerkennung meiner Arbeit als Sportdirektor. Ich weiß, dass ich große Verantwortung trage und eine große Aufgabe habe, auch mit meinen Kollegen zusammen den FC Bayern genauso zu managen, wie das Karl-Heinz und Uli in der Vergangenheit auch gemacht haben. Der Hasan war damals ein junger, dynamischer Bursche, frech, unverbraucht, unheimlich dynamisch. Und man war gespannt, ob er es beim großen FC Bayern auch schafft. Was wir dann gesehen haben, war eine Explosion, ein Wirbelwind, ein Publikumsliebling. Man hatte das Gefühl, der Hasan, der ist rund um die Uhr einsetzbar. Es hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht, von dem ersten Tag für den FC Bayern zu spielen. Das war für mich eine große Ehre. Und dass wir so viel Erfolg dann mit unserer Mannschaft damals gehabt haben, macht mich natürlich auch sehr, sehr stolz. Er ist unheimlich umtriebig, ist fleißig, ist Tag und Nacht unterwegs, hat sich ein großes Netzwerk aufgebaut und ist genau der Richtige, um den Umbruch beim FC Bayern voranzutreiben. Wir bauen eine junge Mannschaft auf mit vielen jungen Talenten. Den muss er vorantreiben, er muss auf der anderen Seite natürlich auch helfen, die Erfolge, die der FC Bayern in der Vergangenheit erzielt hat, die auch weiterzuführen. Denn wir wollen keinen Zentimeter preisgeben und auch in der Zukunft genauso erfolgreich sein wie in der Vergangenheit. Wir wollen die Champions League gewinnen. Hasan weiß, wie das geht. Das ist ein ganz großes Ziel von mir und da werden wir alles dran setzen. Klar, danach, wenn wir das schaffen sollten, natürlich den Club auch in der europäischen Spitze zu etablieren. Der Club steht sehr, sehr gut da. Karl-Heinz Rummenigge als CEO hat das in den letzten 20 Jahren hervorragend gemacht mit seinen Kollegen, mit seinen Vorstandskollegen. Das ist die Aufgabe, genauso weiterzumachen.